Hey, Jay Becker, guten Morgen, grüß dich, schön dich mal wiederzusehen. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Das ist ja eine Überraschung, aber so ist das ja immer bei dir. Plötzlich bist du da. Man lebt im Moment. Ja, also heißt, es geht so, aber könnte besser sein. Verstehe. Naja, dann drück ich dir natürlich ganz mega doll die Daumen, dass das bald besser wird. Aber das wird es bestimmt. Natürlich, es wird viel besser, ganz klar. Ja, wenn ich irgendwas für dich tun kann, damit deine Laune noch etwas gesteigert wird, lass es mich wissen. Oh, hey, das ist ja super toll, da muss ich doch direkt mal klatschen. Aber da hatte ich natürlich keinen Zweifel dran, wie du weißt. Und habe natürlich auch permanent und durchgehend die Daumen gedrückt. Hey, dann müsste es dir doch richtig gut gehen, Jay Becker, meine Beste. Das ist doch absolut fantastisch. So fantastisch wie mein Kaffee, der da im Hintergrund durch die Maschine läuft. Mindestens mal. So, ich könnte ja in der Zwischenzeit mal das Spiel starten, beziehungsweise auf Weiter drücken. Ach so. Ja, okay, dann. Ach so, ich hoffe, steht da. Eieiei, voll überlesen. Naja, dann drücke ich einfach weiterhin die Daumen, Shape Wecker, aber du weißt, selbst wenn nicht. Hier drauf, oder? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja, sieht gut aus. Ja, selbst wenn nicht, dann klappt es mit einer anderen Wohnung oder irgendwas anderes, was dich genauso glücklich macht oder vielleicht sogar noch viel glücklicher und dann wird das schon ganz toll. Ja, und hast du mal. So, ich gehe mal in die Küche, aber ich nehme dich mal mit, Shay Becker. Hast du mal. Also hast du. Ja, was wäre denn die Alternative bis zum 2.1.? Ja, gut, es ist natürlich noch, sagen wir mal, 2 gute Monate. Da kann ja auch noch einiges passieren, aber was wäre denn, wenn du die Wohnung nicht bekommst? Es muss ja auch irgendwelche Alternativen geben, richtig? So, oh cool, er hat sogar die Augen aufgemacht und genau da habe ich gestern aufgehört. Das ist ja wunderbar. Naja, okay, besser als nichts, würde ich sagen. Aber, uiuiui, kann ich mich hier auch zurück ins HQ teleportieren? Schnellreise quasi machen. Das scheint wohl nicht zu gehen. Nun gut. Ja, ich drücke dir die Daumen und auch wenn du bei deinem besten Freund wohnst, klar, das ist nicht so toll wie eine eigene Wohnung. Aber auch das kann erstmal Spaß machen und dann rucki zucki, Jay Becker, hast du deine eigene Wohnung und yay, das wird total gut. Ui, Müll. Nach. Auch ganz schön weit die Strecke. Aber ich glaube, wir fahren die, weil hier oben. Hier gibt es ja. Wir müssen ja irgendwie wieder runterkommen. Ja, und die Richtung passt. Dann müssten wir nur eventuell nochmal irgendwo ein paar Snacks kaufen. Was ist denn das hier? Ja, ich hoffe, es kommt hier irgendwo nochmal eine Tankstelle. Ja, auch wieder eine brutal lange Strecke. Ich wollte eigentlich heute kürzere Strecken fahren, aber wenn man hier auf diesem Stück ist, kann man sich das nicht aussuchen. So, Jay Becker, hier dein Kaffee.
Schneide ich an, ich drücke die Daumen, es klappt schon, es wird alles gut, kein Problem. Und dann würde ich sagen, let's Jay, wenn ich hier den Motor anbekomme. So, ich wollte ja eigentlich Euro Truck Simulator 2 spielen und die World of Trucks Events machen, weitermachen und habe gesehen, heute startet sogar das Halloween Event. Aber da jetzt das ETS irgendwie krass geupdatet wurde, geht Truckers MP nicht, muss erst geupdatet werden. Das heißt, da müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Aber das werden wir schon tun. Das werden wir schon tun. Jetzt, wo die Jay Baker hier ist, wird alles gut. So, was ist das denn? Auflieger da vorne? Müll, hat er gesagt, fahren wir. Ja, okay. Das scheint wohl so ein offener Kipper zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. So, mal kurz checken. Gesundheit ist gut, Essen ist gut, Energie ist semi-gut. Und Kraftstoff ist auch noch gut am Start. Danke, auch ein Herz für dich, Jay Baker, meine teure, beste, einzig wahre One and Only. Naja, das wird jetzt wieder wahrscheinlich langweilig, ist gerade ausfahren, aber trotzdem cool. Ach, guck mal, hier ist ja sogar so eine Trailer-Anzeige. Habt ihr das gerade gesehen, unten der Punkt? Dass man sieht, wo man lang fährt quasi. Also beim Aufsatteln. Müsste doch jetzt onboard sichtbar sein. Ja, genau, da ist so ein Punkt. Ich weiß zwar nicht genau, wie man den richtig liest da, aber gut. Wir machen das wie echte Anfänger von außen. Solange ich hier meinen Kaffee habe, kann ja nichts schief gehen. Ja, es sieht aus wie so ein Muldenkipper, würde ich fast sagen. Ich frage mich gerade, ob die einen hier in echt auch grün sind. Die Kabeldinger da. Welcome to SimJ. Gracias, thank you, amigo, muchacho, merci, very Oh, hallo much, amigo. Daniel, 1867. Oh, da hast du ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich grüße dich. Hoch die Tassen. Ich wollte ohnehin gerade ein Schlückchen Kaffee genießen. Ja, und Jay Becker, da ist wahrscheinlich bei dir im Moment mit all dem Zeug im Kopf ans Zocken nicht zu denken, oder? Nach oben. Ja, so sieht es richtig aus. Könnte also quasi klappen. Ah, okay. Und was spielst du im Moment Schönes? So, da hinten steht noch einer. Ja, gut. Eieiei, okay, bei dir lässt die Sucht auch nicht nach mit dem GTA-RP. Dann ist das, ja, es ist halt einfach dein Spiel. Ist ja auch okay. So, ich hoffe, der Trailer ist auch dran, aber ich glaube schon. Ja, und wie gesagt, dann gucken wir jetzt erstmal diese Strecke runter. Das wird sehr lange dauern. Aber es gibt Geld und natürlich, ja, kriege ich hier Spielpraxis. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ah, und dieses Spiel, das ich immer falsch ausspreche, Phasmophobia. Phantasmophobia oder so heißt es, glaube ich. Ja, das ist auch richtig so, Jay Becker. Ein Gruß geht raus an alle Gamer-Girls dieser Welt und ich freue mich, dass es immer mehr werden. Ja. So, links frei, rechts frei, ist wieder tolles Wetter. Aber das gehört dazu. Es scheint abzutrocknen, da oben steht das zumindest. Ja, und irgendwann muss ich auf jeden Fall mal ein kleines Powernapping hier einlegen. Dem werden nämlich bestimmt bald wieder die Augen schon mal so kurz zufallen und dann. Aber wir haben ja Zeit. Powernapping ist möglich. Ja, und irgendwann vielleicht auch nochmal einen Snack reindrücken, aber da habe ich ja auch gut noch was hier im Truck drin, glaube ich.
Phasmo, ja, kein Problem, wir wissen ja, was gemeint ist. Ja, auf jeden Fall keine schlechten Spiele und wie gesagt, wenn dir das halt am meisten Spaß macht, dann ist das doch schön. Auf jeden Fall. So, also gestern habe ich herausgefunden, oben rechts diese grüne Anzeige. Das heißt, gar nicht so lang brauchen wir noch, bis wir am Ziel sind. Das heißt, einfach so lange habe ich Zeit für den Auftrag. Wenn man dann, wenn die Zeit rum ist und man hat den Auftrag nicht erledigt, weiß ich gar nicht, was passiert. Ich hoffe, man kann den Auftrag trotzdem erledigen und der Kunde ist dann nur etwas sauer. Es gibt weniger Reputation und ein bisschen weniger Geld. So ähnlich wie bei Euro Truck Simulator und American Truck Simulator, aber ich weiß es noch nicht. Das Gute ist, bis jetzt habe ich es, glaube ich, immer geschafft. Na gut, das war, ich bin auch erst zwei Touren gefahren, aber ja, na, ist zu machen, wenn man ein bisschen sich auf die Straße konzentriert, ein bisschen Gas gibt und das Leben genießt mit Diesel und Kaffee. Hey, und natürlich der Jay Wecker, dann kann nichts schief gehen. Oh, das heißt, du hast keine Heizung, Jay Wecker. Das ist ja gar nicht gut. Ja, ich weiß, das ist schon teilweise recht kalt mittlerweile draußen. Ja, das stimmt. Ich glaube, auch in dem Spiel kann man umkippen, Jay Wecker. Oh, du Arme, dann muss ich wohl später mal bei dir vorbeikommen und dich ganz lieb und fest drücken, damit dir warm wird. Und dann lasse ich dich gar nicht mehr los, Trebecker. So, ich lasse mal den Scheibenwischer noch an, weil gestern habe ich den immer wieder ausgeschalten, obwohl es nicht mehr geregnet hat. Aber wenn die Scheiben hier noch so nass sind, dann kommen da vereinzelt doch noch Tropfen scheinbar runter und man sieht irgendwann gar nichts mehr. Deswegen lasse ich das erst nochmal an. Was sagt eigentlich die Uhrzeit im Spiel? 4:32 Uhr. Jetzt weiß ich nicht, ist das nachts? Oder ist das abends? Oh, und ich sehe auch gerade, die Temperatur ist kühler als noch gestern. Gestern war es 63 irgendwas Fahrenheit, jetzt sind wir bei 29. Okay. Aber ihr seht ja, die Jahreszeit ist, wir gehen auf den heißen Sommer zu. Es sollte also auf jeden Fall hier in meiner leichten Kleidung möglich sein, sich gut zu fühlen. So, ich hoffe ja mal, dass dann. Ja, heute das mit World of Trucks auch geupdatet wird, dann, denn ich habe im Moment echt, also das ist mit dem World of Trucks Events, dass ich das nicht schon mal früher gemacht habe, das macht schon Spaß, gerade in Kombination mit World of Trucks, weil dann fahren auch viele Leute dieselben Routen, dieselben Kunden an Lade- und Entladestellen und dann sieht man auch viele Leute und es ist sehr belebt und Action, Action, Action und man hat ja auch noch das Gefühl, man tut was Sinnvolles, weil. Ja, das sind ja so Events, wenn man die voll kriegt, kriegt man Achievements und teilweise sogar Steam-Sachen geschenkt. Das ist also nicht, dass das wichtig wäre für mich, aber es hat einfach das Gefühl, wie in, ja, wie in einem guten Singleplayer-Spiel, wenn man was macht, ein Quest im Rollenspiel beendet, dass man irgendwas kriegt und sich gut fühlt, als hätte man seine Arbeit erledigt. Und ja, das gibt es natürlich auch im ETS Singleplayer, wenn man Missionen oder Aufträge macht, kriegt man Geld und steigt auf und so, aber das ist halt so altbacken. Und jeder, der halt schon länger ETS spielt, hat da sowieso genug Geld und alles erreicht und so. Und ja, das ist ein bisschen ein unbefriedigendes Gefühl. Da finde ich das halt echt cool mit World of Trucks, aber vor allem halt auf Trucker XP dann, Truckers MP, nicht XP, ja, MP für Multiplayer, wenn man da dann halt nur mit seinen Kollegas rumfährt. Ich denke, ich habe mich mal wieder deutlich ausgedrückt, ihr wisst genau, was ich meine und ich hoffe, ihr seht das ähnlich. So.
Ja, also es ist die Strecke hier ist, also hier nach oben, glaube ich, gibt es nur diese eine Strecke. Man sieht ja auch, die ist gar nicht mal in so gutem Zustand. Alles ist so eine matschige Straße, so würde ich es bezeichnen, aber die ändert sich noch, keine Sorge, die wird noch besser. Und da muss man halt immer, wenn man aufdreht, also zumindest glaube ich das, muss man da halt immer voll lange nach oben fahren. Aber ja, im Moment, das Spiel ist ganz neu, da kommt noch viel, das wird ja viel gepatcht. Ich habe heute Morgen auch gelesen, dass sie sogar schon ankündigen, was sie in Zukunft alles updaten wollen, finde ich gut. Und ich bin mir sicher, wenn das Spiel sich einigermaßen gut verkauft, gibt es da auch viele DLCs und Updates. Ich könnte mir vorstellen, dass dann halt noch neue Straßen hier reingeupdatet werden, neue Kunden, neue Sehenswürdigkeiten. Ja, und vielleicht kann man ja auch irgendwo über die Straße dann auf eine neue Map drauf, à la SnowRunner-mäßig. Mäßigkeit. So. Ja, und dann fahren wir jetzt erstmal hier ganz gemütlich lang. Und zur Rechten sehen Sie ein beleuchtetes Silo. Ach, das Ding habe ich gestern als Raketenabschussbasis, glaube ich, bezeichnet, weil da hinten so ein hoher Turm ist. War das hier? Da hinten ist auf jeden Fall. Ja, es könnte sein. Aber ich glaube, es war das doch noch nicht. Das ist irgendwie zu groß. Ich glaube, es war doch was anderes. Naja, auf jeden Fall, das da hinten könnte auch eine Raketenabschussbasis sein. Ist es aber gar nicht. Ja, und was mich hier gestern sehr geflasht hat, wobei das auch wieder maßlos übertrieben ist, ist hier links diese Pipeline, weil im SnowRunner auf der zweiten Standard-Map Alaska, wenn man da drauf kommt, ein bisschen fährt, sieht man auch sofort so eine Mega-Pipeline. Also die scheint es wohl hier in Alaska in echt auch zu geben. Also irgendwie habe ich da sofort an SnowRunner gedacht und mir gedacht, ja, wie in SnowRunner. Ja. Und SnowRunner, tja, ich mag das Spiel nach wie vor, aber ich muss sagen, diese Amur-Map, die hat echt viel kaputt gemacht. Ich habe ja neulich mal spontan abends, sonntags abends war das, glaube ich, mit dem Dark Typhoon wieder bei mir im Safe Game auf Amur weitergespielt und hat ja auch alles geklappt, aber Amur, das macht überhaupt keinen Spaß, da rumzufahren, weil die Map sieht cool aus und so, aber die ist einfach vom Entwickler, wer auch immer die von denen die Zeit hat oder welches Team, einfach eine Katastrophe. Also ich finde auf der Map, da stimmt gar nichts. Das Pacing, die Fairness, die Logik, das ist einfach von der ersten Minute an wahrscheinlich, bis man die Map durchgespielt hat, einfach nur Frust, hartes Grinding, wenn man es so nennen möchte, und einfach Arbeit, 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 während ich bisher auf allen anderen Maps zwar hin und wieder natürlich auch Aufträge und Situationen hatte, die waren ja grenzwertig, anstrengend und frustrierend, aber das war dann immer nur einmal und nicht in dem Maße. Und dann hat's auch viele Sachen, wo du einfach gemütlich mit einem Kaffee in der Hand, mit Country-Music aus dem Radio und mit einer coolen Kippe im Mund. Nein, ich rauche nicht, nur so Roleplay-mäßig meine ich das. So stelle ich mir einen coolen US-Trucker vor. Durch die Gegend fährst mit einem schweren Auflieger oder Anhänger und einfach dein Leben genießt, so ungefähr. Und das fehlt mir bei Amur. Und auf der anderen Seite, ich kann auch nicht einfach Amur ignorieren, so nach dem Motto, ja, Jay, das SnowRunner ist geil, du darfst einfach nie wieder auf Amur spielen. Aber Amur ist halt da, deswegen lässt mich der Gedanke nicht los, auch immer mal wieder auf Amur zu spielen, bis wir Amur durch haben. Aber die Map ist einfach so schlecht. Buah. Da hilft nichts. Außer, dass ich vielleicht irgendwann mal wirklich ins Forum schreibe. Das wird natürlich auch nichts bringen. Also ins SnowRunner-Forum. Hey, Entwickler, Amur ist S. Wenn ihr mich nicht als Konsumenten verlieren wollt, dann müsst ihr bitte Amur komplett überarbeiten. Löscht Amur aus dem Shop, aus dem Game. Nehmt euch ein halbes Jahr Zeit, baut Amur neu, sodass ich da gemütlich langfahren kann. Vielleicht, auch wenn die natürlich auf einzelne Leute nicht eingehen können, was ich wiederum verstehe, würde mir das ja vielleicht helfen, mich dann besser zu fühlen, nachdem ich so einen Post abgesendet habe und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, wenn ich SnowRunner spiele und an Amur denke. Tja,
So viel dazu, nicht wahr? Oh, ich glaube, das da rechts hinten ist die Abschussbasis, die ich ursprünglich meinte. Ja, genau. Und hier zu rechten, genau wie gestern Abend, sehen Sie die Raketenabschussbasis. Momentan keine Rakete da, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn mir jetzt echt irgendeiner in den Chat schreibt, ja Jay, das ist wirklich eine Raketenabschussbasis in Alaska, das ist die Rocket Base Nummer 5, ganz bekannt, dann, ja, fände ich das lustig, aber das ist wahrscheinlich irgend so eine Industriefabrik mit so einem hohen Gerüst, das aus irgendwelchen Gründen seine Daseinsberechtigung hat. So, jetzt ist hier schon 6.11 Uhr. Ich glaube langsam, es ist am Morgen, 6 a.m. sozusagen. Gestern Abend bin ich hier lang gefahren, da war es... Ach ja, stimmt, genau, da stand ja 23 Uhr. Ja, dann ist ja klar, dass es hier morgen ist. Also deutsches Zeitsystem oder europäisches oder wie das offiziell heißt. Ja, und da war es tatsächlich noch irgendwie hell, scheinbar. Also entweder ist es ein Fehler, der noch korrigiert werden muss, oder hier in Alaska am Nordpol, da ist es dann aus welchen geometrischen Gründen auch immer so spät manchmal noch hell. Kann ja sein. Hätte ich mal nachschauen müssen. So, die Scheiben werden, glaube ich, trocken. Ich schalte mal den Scheibenwischer aus und hoffe, die Scheibe bleibt auch trocken. Ja, so machen wir das. So. Noch 44 Meilen, ja, da links unten steht das über der Karte. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Lassen wir uns mal überraschen, wie lange das noch dauert. So, ich bin ja auf jeden Fall mit meiner ersten Tasse Kaffee. Also das heißt, ein bisschen spielen wir noch. Mein Plan hier ist, entweder muss ich zeitlich bedingt weg, oder ich trinke jetzt chillig drei Tässchen Kaffee und dann kommen wir langsam zum Ende und ich mache Mittagspause, wenn man es so nennen möchte. Naja, wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall, ja, soweit macht mir Alaskan, also es hieß ja mal Alaskan Truck Simulator, die haben aus welchen Gründen auch immer den Namen ja auf, ich glaube, Alaska Road Truckers geändert. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Für mich ist das irgendwie immer noch der Alaskan Truck Simulator. Ich finde den Namen auch irgendwie cooler. Keine Ahnung, warum die den geändert haben. Entweder gibt es den Namen schon und irgendwann kommt ein Spiel raus, das so heißt und auch ein Truck-Simulator ist. Umso mehr, umso besser. Da würde ich mich freuen. Oder weil sie es jetzt doch noch für die Konsolen portiert haben und dadurch das Release nach hinten geschoben haben, haben sie gedacht, für die Konsolen-Gamer brauchen wir einen actionreicheren Namen. Da ist Alaskan Truck Simulator einfach zu trocken. Wir nennen das Alaskan Road Truckers. Davon gehe ich sogar eher aus, dass das der Grund ist. Wie auch immer, ihr wisst hoffentlich, was ich meine, wenn ich vom Alaskan Truck Simulator spreche. So, da gönne ich mir doch mal noch ein Schlückchen. Hoch die Tassen. Och, das ist aber gut. Ich komme hier kaum hoch, das ist nicht so gut. Aber im ersten Gang, oder? Müsste das doch klappen. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist in dem Spiel, was die Ladung wiegt. Ob es da überhaupt... Oh, jetzt werde ich schon wieder leicht müde. Aber das geht noch. Da müsste ich dann mal in Zukunft gucken, ob da überhaupt Gewichtsangaben irgendwo sind. Oh, was ist denn rechts mit dem Navi? Müsste da nicht noch hier rechts, müsste da nicht noch unten die Karte mit drin sein?
So, also das Coole ist, ich glaube, ich kann mich hier einfach überall hinstellen mit dem Truck und hinten in meine Koje gehen und dann einfach ein bisschen schlafen und muss nicht hier irgendwelche offiziellen Parkplätze ansteuern wie beim Euro Truck Simulator. Wobei ich verstehe das, man kann ja, also hier in dieser weiten Prärie kann man natürlich schon relativ unproblematisch einfach illegal, semi-legal sich hinstellen und Pause machen, aber natürlich so in Wallungsgebieten, in dicht besiedeltem Raum geht das natürlich nicht. Da muss man dann schon auf die offiziellen Parkmöglichkeiten zurückgreifen. Also sprich, dass das beim Euro Truck Simulator so ist, ist schon okay. So, ui, jetzt geht's hier aber runter. Jetzt bloß nicht zu schnell. Ich lass mal rollen und ab und zu tippe ich mal leicht auf das Bremspedal. Muss ja nach wie vor noch Erfahrungen hier im Game sammeln, wie sich alles verhält. Also ich habe keine Ahnung, ob ich auch den Auflieger umschmeißen kann, wenn ich zu schnell in die Kurve gehe, auch wieder wie bei Euro Truck Simulator oder ob man hier so SnowRunner-Einlagen später hat, dass man wieder über so matschige Straßen fährt mit schwerer Ladung und dann kann man sogar irgendwie stecken bleiben oder die Räder drehen durch oder sowas, wäre ja auch ganz geil. Es gibt auf jeden Fall hier die Differentialsperre. Vielleicht braucht man die in dem Spiel. Ja, stimmt, im Euro Truck Simulator gibt es die auch, aber mal ehrlich, wann braucht man die? Kommt vielleicht auch nochmal irgendwann per Update, wäre ja auch cool. Oh, jetzt fängt es schon wieder an zu tröpfeln, sehr schön. Ja, vielleicht irgendwann kommt ja mal ein Update bei ETS, dass wenn man irgendwie so auf Baustellen anliefert oder abholt, dass es da dann matschig ist und dann muss man da dann auch mal durchdrehende Reifen, Räder hat und Differentialsperre regelt. Ja. Und wäre ja cool, wenn das hier im Alaskan Road Truckers Truck Simulator ähnlich wäre. So, weiter geht's. Irgendwo hier links. Achso, das. Ne, da müssen wir nicht lang. Wir nehmen hier die Straße. Da denkt das Navi nicht gut genug mit. Das will uns hier quasi über diesen. Über. Ja, was ist denn da oben? Ist das sogar ein Parkplatz? Oder ich dachte eigentlich, da wären irgendwie Holzfäller, die ihre Holzstämme lagern. Naja, da wollte uns das Navi auf jeden Fall drüber schicken. Aber da sage ich, nein, nein, das muss nicht sein. So, mal schauen, wo wir gleich nochmal eine Runde schlummern. Das Gute ist, ich bin noch relativ gesättigt. Ich habe nämlich, glaube ich, nicht mehr so viel. Ich guck mal gerade im Inventar. Chips hätte ich noch anzubieten, die bringen natürlich nicht so. Und eine Tiefkühlpizza roh. Ach krass, man muss diese, muss im Ofen gegart werden. Wie geil, das wusste ich gar nicht. Die habe ich mir nämlich gestern an der Tankstelle gekauft. Das ist ja, oh, das ist ja gut. Also erstmal, die Lebensmittel können auch schlecht werden, wenn die zu alt sind. Und krass, man muss sogar manche Sachen kochen. Das ist ja geil. Ich weiß gar nicht, habe ich da hinten vielleicht so eine Mikrowelle oder sowas drin? Und wenn nicht, kann man vielleicht eine kaufen. Das ist ja toll. Oder kann man an manchen Tankstellen vielleicht sogar, haben die da so öffentliche Mikrowellen, das gibt es ja manchmal, die man benutzen kann. Naja, das werden wir alles noch rausfinden, Leute. Werden wir alles noch rausfinden. So, weiter geht's. Und jetzt sind es 245 Meilen. Wie geht das denn? Ach so, bis zum nächsten Pfeil quasi. Okay, wir gucken mal. Also, ja, es geht. So weit ist es gar nicht mehr. Da muss ich nur noch irgendwo einen kleinen Parkplatz in Reno finden. Hi, Farming Boy Connor. Grüß dich. Ja, stimmt. Es gibt auch. Ja, ich habe ja hier noch Kaffee. Erstmal, wenn ich hier gleich eine gute Parkmöglichkeit finde, dann gibt es natürlich eine Kaffeepause. Das ist ja ganz klar. Gibt es ja eigentlich auch ein Ingame-Radio? Oh, ich traue mich gar nicht, da rumzuspielen während der Fahrt. Eine Baustelle. Ja, da müssen wir natürlich schön langsam fahren, wie der coole Pickup-Driver da vorne. Ja, und es regnet hier wieder.
Und das im Sommer. Naja, gut, es gibt ja den sogenannten Sommerregen. Gar nicht so abwegig, dass es im Sommer regnet. Ja, und schon sind wir hier wieder auf der matschigen Piste. So, also wie gesagt, ja, so langsam könnte man hier mal parken. Ich glaube, da kommen noch ein, zwei Parkbuchten. Und wenn nicht, stellen wir uns halt auf die Seite. So, da ist die nächste Baustelle. Ja, der Pickup vorbildlich verzögert auch wieder leicht. Ja, und es ist sehr dunkel hier, aber ja, auch wie gestern hier an der Stelle scheint es gerne mal zu regnen auf der Straße. Ah, ein Sonnenstrahl hier auf der Straße und ordentliche Regenpfützen. So, ich wollte ja mal. Oh. Stand da nicht eben irgendwas von Camping? Ja, ich wollte ja mal. Was ist denn das hier? Na, jetzt ist kein Parkplatz. Beziehungsweise ich muss gleich auf jeden Fall auch mal. Ja, ein kleines Powernapping-Nickerchen hier halten. Da steht. Naja, das. Ist das hier ein Parkplatz? Nein, oder? Das ist mehr so eine Ladestelle oder sowas. Ich dich auch, Jay Becker. One and only. Herz just for you. So, also ich glaube hier nach dieser Brücke, die man vor lauter Regen gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann, werden wir mal eine kleine Napping-Einheit an den Tag legen und mein Kaffee schlürf schlürf, der ist auch gleich fertig. Ja, das bietet sich doch wunderbar an für eine Kaffeepause und eine Power-Napping-Einlage. Jetzt müsst ihr nur mal irgendwo an der rechten Seite ja, mir wird ja schon so ein kleiner. Ja, was weiß ich, so eine Erdreichfläche wird mir schon reichen, auf die man sich mal stellen kann. Aber bestimmt kommt da gleich noch was. So, was ist denn da vorne? Da ist ein Schild, aber was da drauf steht, kann ich noch nicht sehen. Ein Pfeil, na toll.
Naja, also noch habe ich hier Schlafenergie, aber ich weiß halt nicht, ab wann der nicht nur kurz die Augen zumacht, sondern vielleicht auch mal so für 5, 6 Sekunden die Augen zulässt. Und nun ja, ich muss euch ja sicher nicht erklären, dass das nicht so geil wäre. Und die nächste Baustelle. Naja, gut, warum nicht? So, ich glaube, die Strecke, die Straße, sie trocknet langsam ab. Ja, das Gute ist, umso länger wir hier fahren, bevor wir Powernapping machen, umso weiter kommen wir natürlich dem Ziel entgegen oder näher dran. Aber. Der Kaffee ruft und der Schlafmann. Ja, ich weiß, wir müssen schlafen. So, hier links könnte man sich hinstellen, aber... Ja, komm dann, klack, klack, Plinker, schön entgegen der Fahrtrichtung. Ich könnte natürlich hier auch umdrehen, aber ich muss ja ohnehin wieder in die Richtung und da wird man schon Verständnis zeigen, oder? Dass so ein hart arbeitender Trucker Joe auch mal eine Runde schlafen muss. Oder was heißt schlafen? Powernapping. So, Licht aus. Habe ich. Okay. So, mal kurz aussteigen. Wir wollen ja auch mal sehen, ob wir ja richtig stehen. Ach, es ist hier wieder matschig. Alles durchgeweicht. So, der Trailer ist auch noch da. Das ist doch super. Und hier steht: Welcome to the James Dalton Highway. Aha. Das ist doch kein Highway hier, oder? Aber gibt's? Ich habe mir ja gestern die Frage gestellt, ob es hier auch Autobahnen gibt. Also es wären ja dann quasi, das soll hier ein Highway sein. Na okay, dann ist es doch ein Highway, was weiß ich. Gut, der James Dalton Highway, toll. Schön matschig auf jeden Fall. So, und dann wollen wir erstmal eine Runde schlafen, während ich mir einen frischen Kaffee gönne. Ach, da oben ist eine Mikrowelle, glaube ich. Oh, wie geil, die kann man benutzen. Ja, und da kann ich die Tiefkühlbumsdings reinmachen. Verdirbt in 5 Tagen, geht also noch so, dann würde ich sagen. Wie viel Zeit haben wir hier noch? 12 Stunden. Ach, wie cool ist das denn? Ja, komm, Timmy, dann. 4 Stunden. So, dann gönne ich mir mal hier gerade ein Käffchen. Bis gleich, Leute.
So, da bin ich auch schon wieder. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter mit frischem Kaffee, ordentlich ausgeruht, Licht an, Scheibenwischer an, haben mal leicht rückwärts gefahren. Das schaffen wir doch, oder? Oh, Feststellbremse lösen und jetzt ganz geschmeidig hier rausrangieren. Oh krass, habt ihr es gesehen? Da haben echt hinten die Räder durchgedreht. So, da kommt einer, aber der ist noch weit weg. Ui! Oh, danke für den Kaffee, wer auch immer das war. Hey! Ja, vielen Dank, da bin ich doch dabei. Thank you. Ach, der Creedy war's. Ja, krass, ich wusste gar nicht, dass du da bist, Creedy. Grüß dich, ja, warte, da gibt's mal einen Kaffee-Cruise, Achtung. Keep on coffee drinking. Danke, Creedy. Sehr nett von dir. Ja, dann hoch die Tassen, Leute. So muss das sein. Dankeschön. Naja, also Jay Becker, ich habe eigentlich die letzte Woche jeden Tag vorm Stream eine Hallo und guten Tag Nachricht in DC geschrieben. Nur jetzt heute und ich glaube gestern nicht. Okay, davor war ich die Woche auch noch nicht streamen. Ich schau gleich mal rein. Ich gehe mal davon aus, du hast mir irgendeinen privaten Text geschrieben, Jay Becker. Dann werde ich das mal machen. Danke, Creedy. Dir auch eine gute Fahrt. Beziehungsweise natürlich danke und guten Tag. Ja, mach ich nach dem Stream direkt, Jay Becker. Und ja, da können wir natürlich auch gerne ein bisschen schreiben. Und Creedy, was gibt's Neues bei dir? Bist du noch schön am Starfield zocken und rocken? So, wir kommen dem Ziel näher. Mit frischem Kaffee dank dem Creedy. Und wollte ich noch irgendwas sagen? Bestimmt, aber ja, fällt mir schon wieder ein. Im Prinzip bin ich ja immer am Quatschen. Ich habe immer was zu erzählen. Vor allem, wenn es ums Gaming geht, nicht wahr? Ja, also Jay Becker, danke. Ich schaue dann natürlich mal nach. Ist ja klar. So, hier ist wieder eine etwas steilere Kurve. Oh, ein neuer CPU. Ich weiß gar nicht, hattest du das nicht neulich schon mal geschrieben oder war das eine neue Grafikkarte? Oder war das jemand anderes? Aber ich glaube, das warst du, oder? Ja, klasse. Creedy, also du bist mit AMD zufrieden, nehme ich an, oder? Du hast ja auch eine Grafikkarte, wenn du das warst von AMD. Ja, genau, dann warst du das. Also du kannst so AMD-Systeme, sprich CPU von AMD und GPU von AMD auf jeden Fall empfehlen, oder? Die läuft super. Ja, dann trinke ich doch direkt noch ein Schlückchen, wenn die super läuft. Zum Wohl. Oh, die Scheibenwischer können wir, glaube ich, ausmachen. Ja. So, weil Scheibe ist trocken. Oder? Ich hoffe es.
So, also ich glaube, so weit ist es nicht mehr. Schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so weit. Ja, auch nicht schlecht, Creedy, okay. Ja, also, ja, AMD, klar, ist auch gut. Nun, ja, halten wir das mal so fest, sehr schön. Dann drücke ich dir die Daumen, dass der neue CPU bald kommt und dann kannst du sogar noch besser Starfield spielen. Ich nehme ja mal an, du bist nach wie vor noch dabei, oder, Creedy? Und es gefällt dir auch noch. So, rote Ampel, ja. Da halten wir uns natürlich dran. Mal schauen, ob die auch irgendwann wieder grün wird. Ah, Moment, ganz kurz. So, kann weitergehen. Oh, Moment, Creedy schreibt noch was. Ist, ja, also ich habe dieses Stalk Gamma, habe ich, Creedy. Das ist ja, glaube ich, so der Übermod, in dem alle anderen Mods drin sind und in dem man irgendwie ein paar hundert, vielleicht sogar 1000 Mods noch reinmodden kann. Oh, was ist das für ein Megatext hier? Moment, ich lese gleich, Commander Connor. Also Anomalie ist dann wahrscheinlich so die abgespeckte Version davon, glaube ich. Also kenne ich ja. Es ist halt, also bei Gamma Stalker, Gamma ist halt wirklich so, das ist halt, finde ich, also ist geil, dass das gibt, aber das ist halt dann auch was für Spezialisten, weil das Game ist so überladen, es gibt so viele Möglichkeiten, Mods zu entladen und teilweise zu konfigurieren und, das ist halt. Also, das ist dann auch quasi so ein Spiel mit einem Mega-Mod. Da kann man sein Leben lang dran spielen und Spaß haben. Ich habe mal ein bisschen angetestet hier und da. Es ist auf jeden Fall cool. Und ja, Anomalie muss ich mir dann auch nochmal anschauen. So, Moment, dann gucken wir mal, was der Connor schreibt. Da muss ich mal Pause machen, so viel Text wie das ist. Ja, das ist natürlich blöd, Connor. Solche Probleme habe ich zum Glück noch nicht, weil ich ja, wie ihr wisst, noch ganz am Anfang vom Spiel bin. Gut, laut dem Creedy war ich ja schon sehr, sehr weit, aber nein. Oh, Moment, ich muss hier rüber. So, ich weiß immer noch nicht, ob man hier blinken kann. Bestimmt geht das mit einer Taste. Wurde mir aber jetzt im Tutorial, glaube ich, noch nicht mitgeteilt. Also mache ich mal wieder meinen Blink-Sound einfach so. Und irgendwann, wenn ich mal nicht zu faul bin, schaue ich mal nach, wie man hier abblinkt. Fahrtrichtungsanzeige und so. Ja, naja, sobald ich Lust und Laune habe, werde ich auch mal wieder eine Runde Starfield weiterspielen. Wann das ist, weiß ich aber noch nicht. Aber natürlich habe ich Lust drauf. Klar, und das Coole ist, ich bin ja noch so weit am Anfang. Ach ja, was da noch alles Schönes auf uns wartet. Und irgendwann demnächst müsste ja auch mal dieses Shattered-Dingsbums-DLC erscheinen. Also, was heißt irgendwann demnächst? Ich glaube irgendwie schon, dass das bald rauskommt. Und ja, Commander Conner, da kommen bestimmt bald ein paar neue Updates raus. Mach dir mal keine Sorgen.
Ja, Greedy kommt vielleicht noch. Vielleicht muss man das Game richtig zumüllen mit seinen Raumschiffen und Inventarplätzen und Level-Ups. Und dann geht's los. Wer weiß, wer weiß. Aber ich wünsche es dir natürlich nicht und auch dem armen Commander Connor wünsche ich das natürlich nicht. Ich wünsche allem und jedem, dass er das Spiel in guter Qualität, ohne Frust und Pannen spielen kann. Oh, da hinten ist ein Schiff oder eine Fähre, wobei eine Fähre ja wahrscheinlich auch ein Schiff ist. Es sieht doch eher aus wie ein Boot. Oh, was ist hier los? Oh nein, eine Umleitung. Oh, wie geil. Ach nee, doch nicht. Also, beziehungsweise, ich darf hier wohl langfahren. Da vorne, ja. Da vorne ist schon ein Auto gefahren. Aber das hier so eine richtige, wow, Baustelle ist, die Straße blockiert. Das ist ja der absolute, ah, wow, wie realistisch, Mann. Das gibt's ja gar nicht. Und sogar ein Bauarbeiter steht da. Ach, es wird immer besser. Und man kann scheinbar hier auch Sachen an die Baustelle liefern. Ja, einfach toll, ne? Einfach toll. Ja, es gibt ordentlich Eddies, wenn wir am Ziel sind. Hallo Chantara Imperia, schöner Name. Beziehungsweise, ja doch, Chantara. Ja, Blinker, ich habe ja gerade mit meinen Mundskills soundmäßig geblinkt. Ich weiß nämlich nicht, auf welcher Taste man blinken kann. Und ich bin zu faul, um nachzugucken. Aber ich werde es noch alles machen in anderen Spielen, bei denen man den Fahrtrichtungsanzeiger verwenden kann. Verwende ich den natürlich auch. Oder vorne steht Alaska. Cool, auf dieser Lagerhalle. Oder auf dem Gebäude. Könnte genauso gut ein Bürogebäude sein. Mit Lagerhalle unten drin. So, ja. Ich weiß nicht, also so lange ist es nicht mehr. Sieht man ja da oben rechts an dem grünen Balken unten, der immer weniger wird. Aber ja, ist schon eine etwas weitere Strecke. Keine Frage. Komma und Punkt, Moment. Oh. Danke, Chantara, merci. Du hast mir sehr geholfen, da werde ich ab jetzt blinken. Oh, Moment, was schreibt der Connor da wieder? Bla bla bla, Probleme, bla bla bla. Ja, wir wünschen uns alle, dir und natürlich auch uns selbst, die gerne Starfield spielen, dass da bald ein Update kommt, Commander Connor. So, ja, ich kann mich nur wiederholen. Bald sind wir bestimmt am Ziel. Chantara, spielst du denn auch diesen Alaska Road Truckers Simulator? Und falls ja, wie gefällt er dir bisher? Ich hoffe, du gestattest mir diese Frage. Hi, Big Chrissy 79, auch dir einen schönen guten Tag.
Der Blitz unten links, ah, das ist meine Energie. Also sprich mein Müdigkeitszustand. Und in der Mitte der Apfel, ja, hast du dir bestimmt schon gedacht, ist halt mein Hungerlevel und links, das ist meine Gesundheit. Man kann hier auch tatsächlich sterben. Also was ich auf jeden Fall weiß, zumindest war das damals in der Demo so, wenn es dann Winter ist und es ist minus 100 Grad, kann man durchaus auch erfrieren, wenn man nicht aufpasst. Wahrscheinlich kann man auch verhungern. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar. Ja, keine Ahnung. Ach ja, man kann ja auch, also vielleicht kann man auch die verdorbenen Lebensmittel aus Versehen essen und sich eine ganz, ganz üble Magenverstimmung einfangen, die einen auch in den Tod treibt, keine Ahnung. Und vielleicht gibt es ja sogar wilde Tiere, wobei ich habe noch keine gesehen, was auch besser so ist, die mich, also Raubtiere, die mich quasi, ja, oh, fülle Ölstand nach. Was? Oh nein! Ah, da rechts ist ja die Öllampe an. Okay, ist die eben erst angegangen oder schon die ganze Zeit an? Oh, mein Kraftstoff geht auch langsam leer. Oh, jetzt überschlagen sich hier die Ereignisse. Ich glaube, ich habe Öl hinten im Gepäck oder habe ich die sogar schon hier reingetan? Nee, aber ich glaube, ich habe gesehen, ich habe da oben im Staufach Öl. So, Moment, erstmal den Chat lesen. Danke, Big Chrissy, den werde ich bestimmt haben. Ja, Shantara, das mit den Bugs, ich glaube, es wird schon alles behoben werden. Also ich habe da gelesen, dass die ja schon, also man könnte fast sagen, eine Roadmap an Bugfixes erstellt haben. Ob ich Flash bin? Was sagt man das so, wenn man cool ist, wenn man müde ist, Creedy? Ich bin Flash. Habe ich auch noch nicht gehört. Oh, hier könnte ich anhalten. Nein, das ist zu eng. Na gut, nach der Brücke müssen wir echt mal nach dem Öl gucken. Ich habe ja richtig Angst, habe ich ja noch nie gemacht. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich Öl habe, aber ich glaube schon. Ach ja, und Shantara, ich finde das Spiel bisher auch gut. Also ich habe da, ich habe noch, ich fahre mal hier links rein. Ah, jetzt habe ich wieder nicht geblinkt. So, jetzt aber nachträglich. Ich hoffe, wenn ich da auf den Stein fahre, das geht. So. Ja, also noch habe ich hier echt, glaube ich, an die Entwickler. So, also erstmal, das bietet sich an, wir können ja auch mal uns hier gerade was zu essen machen. Ich brauche ohnehin einen Platz im. Oh, wie cool, und es dauert sogar, bis das Essen fertig ist. Bestes Spiel ever hier. Ach so, Big Chrissy, ist es noch gar nicht für die Konsolen released worden? Ich dachte, das wäre zeitgleich hier mit dem. Heiße Pizza, ja, dann lecker Schmecker Schwarzenegger. Und dann noch ein paar Chips hinterher. Oh, und dann hat man erstmal keinen Hunger mehr. So, ich glaube, hier oben war Motoröl drin, oder? Nein, ich glaube, hier war Motoröl. Ah, tatsächlich. Seht ihr? Und Kühlmittel brauche ich zum Glück noch nicht. Oh, jetzt hier. Ich mit meinen zwei linken Händen soll Motoröl wechseln. Ich kipp das einfach in den Tank rein. Das klappt doch, oder? Ja, es gibt Ingame-Kaffee, Creedy. Ich habe mir gestern an der Tankstelle sogar an so einer Mega-Profi-Kaffeemaschine echt so einen Kaffee gezapft. Das ist also mehr als geil. So, ich glaube, ich muss echt die Motorhaube aufmachen, oder? Kühlerabdeckung, was kann ich denn da machen? Ach, da kann man auch vorne noch so ein Bettlaken drüber machen, wenn es zu kalt ist, auch wie in echt. Also ich hab das schon mal ganz authentisch bei den, ich glaube, Ice Road Truckers gesehen. Das muss also so sein. So, einen schönen Sechszylinder-Reihenmotor, schätze ich mal. Sicherungskasten, nein, lassen wir. Ah, hier Motoröl. Da hätten wir ja auch hier in die Motorhaube ein Loch machen können, dass man direkt rankommt, aber okay. So, ich zeige euch mal, wie das geht hier. Oh, zu. Ah, ich glaube, das wäre zu. Wartet mal. Ich meine, wenn das realistisch ist, ich glaube, das heißt, das ist hier zu viel. In echt darf man ja auch nicht zu viel reinkippen. Boah, das ist mir auch mal fast passiert. Also, ich habe mal irgendwann Motoröl nachgefüllt
ohne dass es hätte sein müssen, weil ich dachte, es müsste mal sein. Und dann habe ich auch irgendwie nicht richtig erkennen können bei dem Messstab, was jetzt Sache ist. Und da habe ich, glaube ich, 1,5 Liter einfach reingeknallt. Und danach hatte ich voll Angst, dass es zu viel war. Aber habe ich wohl nochmal Glück gehabt. So, ausgießen. Wenn ich jetzt einmal W drücke, wann hört es wieder auf? Okay. Ach cool, wenn ich das gedrückt halte, dann ist das, das simuliert quasi, als würde man das reinkippen. Wenn ich jetzt lange W gedrückt halte, kippt der und dann könnte es auch schnell zu viel sein. Das ist auch geil gemacht, muss ich schon sagen. Also da kommt so ein bisschen das Real-Life-Gefühl hoch, so von wegen, oh, zu viel Öl rein. Kaffee, gute Idee. Ja, mach das, Big Chrissy. Das ist ja auf jeden Fall ein Trucker und ein Kaffee-Channel, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wie füllst du den Blitz Welcome auf? To krass, ja, da muss ich schlafen, Creedy. Also Powernap. So, ich hoffe, wenn ich hier an der Grenze. Danke für dein Follow, Big Chrissy. Ich hoffe, das reicht so. Also ich weiß jetzt echt nicht, ist das der Wohlfühlbereich? Ist das zu viel oder ist das gut? Und das geht gerade noch und hier explodiert der Motor sozusagen. Ich mache nochmal einen rein. So. Jetzt reicht's aber. Jetzt aber gut hier. Oh, ich habe plus 90 Mechanikererfahrung. Also das hat hier sogar Rollenspielzüge. Ja, habe ich schon mal gesagt, dass das das beste Spiel aller Zeiten ist. Okay, so. Keep on trucking. Also ich könnte mich jetzt wieder kurz hinlegen. Ja, ich wollte erstmal die Tour zu Ende fahren. Die geht ja nicht mehr lange, Creedy. Das ist zu wenig, sagst du. Noch mehr rein. Na gut, dann mache ich noch was rein. Und dann... ja. Genau. Dann fahren wir auf jeden Fall weiter. Es ist wirklich nicht mehr weit so. Okay, ich mache noch bis ein bisschen. Wie viel habe ich denn noch? 3 Unzen? Ach so. Ja, komm hier wie im echten Leben rein. Und wenn er voll ist, gib ihm noch 2,1 Liter oder so. So, jetzt aber. Ich habe echt Angst. Ich habe da, wie gesagt, eine Real-Life-Erfahrung. Zack. Okay. Ja, okay, Creedy, warte, wir schlafen noch mal kurz. Also ich habe noch 4 Stunden, 4 Minuten Zeit, bevor der Kunde meckert. Wenn wir uns jetzt, sage ich mal, noch eine Stunde hinlegen, machen wir 2 draus. Dann, oh, was war das denn gerade? Hindernis auf der Straße oder kam gerade eine Warnmeldung übers Radio rein? Oh, hätte ich mich doch besser nicht hingelegt, Creedy. Jetzt ist hier wahrscheinlich die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt oder so. So, also das Gute ist schon mal, so Licht an, Blinker. Ja, das Gute ist schon mal, ich sehe hier gar nichts, gut. Oh ja, seht ihr? Man sieht den Blinker leider von doch hinten. Oh, da kommt noch einer. Ach, dann warte ich halt. Ja, das Gute ist schon mal, die Warnleuchte fürs Öl ist aus. Ah, okay, Kühlmittel muss immer voll sein. Danke, Shantara, du kennst dich ja bestens aus hier. Kommt denn da auch eine Meldung, wenn Kühlmittel zu wenig ist oder ist dann einfach alles kaputt? Also wir sind ja hier wirklich gleich am Ziel. Schaut mal, der Balken da, den sieht man fast gar nicht mehr da oben. Das heißt, wir sind gleich am Ziel. 20 Uhr Ortszeit. Ja, im Anschluss könnte man das ja mal kontrollieren. So, da vorne links, oder? Wo geht's denn hier links rein? Da vorne links. Natürlich blinken. So, da kommt wieder einer. Oh, ist ja ganz schön was los hier auf der Straße. Du fühlst immer nach, wenn fehlt. Ja, gut, danke für den Tipp. Oh, der Typ. Ja, du hast Vorfahrt. Naja, okay, danke. Du hast ein Herz für Truck Driver. Thank you, my friend. So, was ich noch sagen wollte. Ich habe heute gelesen, dass bald gepatcht wird.
dass wenn man hierzu das Lenkrad wieder in die Mitte stellt, der Blinker automatisch ausgeht, so wie es in echt auch ist. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das wird demnächst gepatcht, geupdatet. Sonst nimmt der Motorschaden, ja, das wollen wir nicht. Wir sind ja hier gerade am Start, ein Nachwuchstrucker. Wir haben natürlich noch nicht das Megageld, um hier am laufenden Band neue Motoren zu kaufen und oder reparieren zu lassen. Wobei, einen Motor kann man, glaube ich, gar nicht reparieren. Ich glaube, wenn da intern irgendwas kaputt ist, naja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht rede ich auch Unsinn, aber normal redet man ja immer davon, den Motor zu wechseln. Ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass einer sagt, ja, der Motor muss repariert werden, aber wahrscheinlich geht das bis zum gewissen Grad auch. Nur ist es wahrscheinlich so, dass dann, wenn ein Motor einen Schaden hat, das so ein kapitaler Schaden ist, der dann irreparabel ist. Und deswegen passiert das wahrscheinlich eher selten, dass man Motoren repariert, schätze ich mal. So, wo ist denn hier jetzt das Ende? Also so langsam, ja. Ich meine, auch der Kunde noch eine Stunde, weil ich fauler Sack mich schon zweimal hingelegt habe. Wenn der das wüsste, also ich glaube nicht, dass so ein Kunde Verständnis dafür hätte, wenn der sieht, dass der Fahrer zweimal Powernapping macht, anstatt mit Vollgas aufs Ziel zuzurasen. Aber das ist wieder diese eindimensionale Sicht von den oberflächlichen Bürgern, die gar nicht wissen, was wir Truckdriver tagtäglich durchleben. Ah, kleine Reparaturen kann man selber machen. Sehr schön, danke. Chantera. Und man bekommt sogar Erfahrung. Ja, der Tag wird kommen. Da werden wir auch am Motor ein bisschen rumspielen. Ah ja, es geht geradeaus. Finde ich gut. So, wo ist denn jetzt der Kunde? Ach, Shantara, wenn hier die Zeit abläuft und ich zu spät zum Kunden komme, ist das sehr schlimm? Kann ich dann trotzdem noch Geld verdienen und die Mission, den Auftrag beenden? Oder habe ich dann ordentlich Mist gebaut und alles ist zu Ende? Ja, ich glaube schon, Creedy. Ende letzter Woche. Also es kamen letzte Woche drei krasse Truck-Dinger raus. Das neue SnowRunner Map DLC, dann die Map DLC Westbalkan für Euro Truck Simulator 2 und hier der Alaska Truck Driver Simulator. Also ja, super Trucking Times. Ah, okay, ein bisschen weniger Geld. Ja, dann. Dann bin ich natürlich happy. So, ich gucke jetzt aber trotzdem nochmal. Ach, das ist doch noch ein bisschen. Oh, ich glaube, ach du Schande, habe ich mich ja voll fair kalkuliert. Das ist ja noch voll weit so gesehen. Oh, ich glaube, da kommen wir eine Minute oder zwei zu spät an. Oh, ich habe hier wieder ein Steam-Archiv mitbekommen. 1000 Miles. Ja. Wahrscheinlich bin ich noch keine 1000 Meilen gefahren, aber auf einem guten Weg dahin. So, es ist hier 60,2 Grad Fahrenheit, angenehm warm, würde ich mal behaupten. Ja, Kraftstoff geht auch langsam leer. Ganz toll. Gibt es denn in der Nähe da wenigstens eine Tankstelle? Gibt es einen Supermarkt? Tatsächlich. Aber keine T Tankstelle, oder? Wie sehen da nochmal die Tankstelle? Oh, da oben ist eine Tankstelle. Oh, da muss ich vielleicht den Notfallservice anrufen. Oh ja, okay, da muss ich auf jeden Fall in Zukunft auch ein bisschen mehr drauf achten. Über den Wegweiser, ja, danke, Shantara.
Naja, gut. Ich meine, ich hatte bei der letzten Tour den Tankrand voll gemacht, das war auch ganz gut. Ja, und wir kommen auf jeden Fall auch noch mit der Tankfüllung ins Ziel. Nur bis zur nächsten Tankstelle, keine Ahnung. Aber man kann den Pannendienst rufen, das kostet natürlich ein paar Eddies mehr. Aber was soll man machen, ne? Bevor hier der Tank leer läuft. Aber schauen wir einfach mal. Hauptsache, wir kommen hier gleich beim Kunden an und kriegen ordentlich Eddies und der Kunde sagt Thank you, my friend, und dann ist doch eigentlich alles schon klar. Spielt ihr denn auch die ganzen anderen Trucker-Games? Big Greasy und Shantara, also Euro Truck Simulator, SnowRunner, American Truck Simulator, vielleicht ja auch Farming Simulator. Den zähle ich eigentlich auch immer dazu, weil da kann man ja auch viel ja, mit Traktoren und LKWs und so machen. Ja, und ja. Umso mehr Trucker-Games, umso besser. Ich würde ja sogar dieses Truck Driver, was es, glaube ich, exklusiv auf der PlayStation gibt, würde ich ja auch spielen, wenn das mal für einen Tock entdeckt. Ist das eine Ortschaft wahrscheinlich? Wenn das mal für einen PC erscheint, weil ich glaube sogar mittlerweile gibt es das für einen PC. Nur diesen Nachfolger nicht, der jetzt rauskam, aber es ist bestimmt auch noch eine Frage der Zeit. Ich muss nochmal nachschauen. Also viele Leute schreiben da auch immer Schlechtes drüber und es wird auch nicht das Mega-Game sein, aber so ein bisschen streamen und trucken kann man ja schon mal machen. Es wird ja wahrscheinlich auch nicht mega teuer sein, hoffe ich mal. Ah, okay, Shantara, das gefällt mir. So geht's mir nämlich auch. Das ist ja schon mal gut. Oh, hier die Stromleitung. Oha, ganz schön niedrig hängt die da. Oder diese Kabel. Ich weiß nicht, ob Strom ist, aber. Könnte ich mir vorstellen. So, oh, hier vorne abbiegen. So, wir haben ja gelernt, den Blinker. Man hört ihn ja auch schon klackern. Ganz toll. So, links ist, glaube ich, frei. Und da rechts, glaube ich, sogar auch. So, die Kurve nicht zu eng nehmen. Hat aber ganz gut geklappt. So, manuell den Blinker ausmachen, bis das Update kommt. Und der dann ausgeht. So, hier ist wieder so eine super niedrige Stromleitung, aber es passt gerade so. Alles klar. Oh, noch 6 Minuten. Und ich werde schon wieder müde. Geil. Aber jetzt mal ehrlich, so weit kann es nicht mehr sein. Die Tiefkühlpizza, die wir uns da vorhin in der Mikrowelle gemacht haben, die war ja sowas von lecker, aber sowas von. Mission abgelaufen. Oh nein! So eine Frechheit. Ich habe mich doch nur kurz hingelegt. Über 20 Meilen noch. Naja, gut. Also ein paar Minütchen. Ja, da links. Ich sehe schon. Jetzt sind es noch 13 Meilen, wenn ich das richtig interpretiere. Oh, es fängt schon wieder an zu regnen. So. Ja, ich würde sagen, vorbildlich gefahren, Farming Boy Connor. Ja, ich habe mich zweimal zum Schlafen hingelegt, aber nur ganz kurz. Habe meine Augenlider quasi ausgeruht, damit ich dann hier schön mit voller Power professionell weiterfahren kann. So, da vorne sind wir schon. Ja, und schau dir mal diese Schnarchnase vor mir an. Wie soll ich da schnell fahren? Das geht ja nicht. Aber nein, lieber schön langsam so da vorne. Okay. So, dann müssen wir noch die Einfahrt finden.
Oh, guck mal hier, der Kraftstoff ist rot. Toll. So, ich glaube, hier müssen wir rein. Mit frischer Blinker-Power. Okay, so, mal kurz. Ach so, wo muss ich mich jetzt eigentlich hinstellen? Hier blinkt alles. Ich weiß gar nicht, wo man sich da hinstellen muss. Ich glaube, da hinten, oder? Weil das ist ja eine Riesenfläche. Oder heißt es, ich kann mich auch irgendwo hier auf diese Riesenfläche stellen? Also da vorne auf die Fläche, das, ja, keine Ahnung. Was? Trailer is now with the free parking. Das heißt, da auf diese freie Fläche stellen, oder wie? Nicht da hinten hin. I don't know. Ja, keine Ahnung, Meister, wo muss ich mich hinstellen? Auf die kleine Fläche. Ah, okay, also doch auf die kleine. Chantara, weißt du dann, was dieses große Blinken hier, warum das hier blinkt? Was bedeutet das? Was kann man da damit machen? So muss ich, da muss ich auch nicht drauf, oder? Da hinten muss ich hin. Das müssen sie auch noch updaten, meiner Meinung nach, dass das so ein bisschen klarer ist, wo man da sich hinstellen muss. So, ich hoffe hier. Und jetzt ist auch die Frage vorwärts oder rückwärts. Das sieht ja fast wie rückwärts aus, oder? Oh, da muss ich aber hart abknicken. Ja, schon wieder müde hier. Mann, der Jay, der ist so faul. Der ist ja nur am Schlafen. Nur am Schlafen, hey. Ah, verstehe, verstehe. Ach, deswegen. Das ist also hier der einfache Spot da vorne und dann für die krassen Trucker kann man auch nochmal hier ganz skillmäßig die Kiste hinstellen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mich hier auch rückwärts hinstellen soll. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich hätte da vorwärts drauf fahren sollen. Weil hier bei dieser Parkpräzision, da ist nicht mal ein Stern jetzt. Oh no, ich glaube, ich hätte vorwärts drauf fahren müssen. Ja, ich glaube es nicht nur, es ist so. Ich glaube, es stand auch vorwärts parken bei der Dingsbeschreibung. Ja, cool, ne? Wie gewonnen, so zerronnen und so. Okay, ich glaube, ja, ich muss da vorwärts drauf. Ja, umsonst die Arbeit gemacht. Eigentlich müssten die mir dankbar sein, dass ich den so rum hinstelle. Sind sie aber nicht. Naja, es kommen dann später Aufträge. Da fährt man dann auch mal rückwärts dran. Ja, da drehen wir noch eine Runde. Wir haben ja noch Kraftstoff, nicht wahr? Ey, da steht sogar ein Müllauto, wie cool. So. Mal sehen, ob das jetzt besser klappt. Immer noch keine Parkpräzision. Was ist da los? Oh, jetzt hier. Jetzt geht's los. Eins, zwei. Oh, der Profi-Trucker Jay. Man nennt mich auch The God of Trucking. Nein, Spaß. So, dann, ja, Scheibenwischer aus. Licht aus. Motor aus.
Und ja, ich weiß, ich muss ich jetzt erst zu dem Typ da und mich quasi anmelden? Ich habe schon wieder vergessen. Oder muss ich erst absatteln? Ja, die werden es mir ja bestimmt gleich sagen. Bestimmt. Howdy. Okay, alles klar, mache ich. Gut, ja, ich werde es schon noch lernen irgendwann. Aha, was ist da Schönes? Ja, auch so ein nettes Detail, ne? Da liegt einfach mal so ein Flyer mit Icefishing Store. Den kann man bestimmt auch besuchen. Ja, also ich meine, okay, man kann den auch so rum hinstellen. Da vorne ist ja noch Platz. Aber die hätten sich bestimmt auch nicht beschwert, hätte ich den da schön rückwärts hingestellt. Zack. Ja, da zischt es. Voll nach meinem Geschmack. So, dann da rein. Wunderbar. Huch, Schalterseite, was? Ach so, da kann ich auch die Seite wechseln. Ah, deswegen bin ich da gestern durch den Zaun geklitscht. Da bin ich wohl auf die andere Seite gewechselt und dann hing ich im Zaun. So, alles klar. Jetzt will ich aber hier die Moneten sehen. Nur 17 Minuten zu spät. Das ist doch vorbildlich. Da gibt es bestimmt Trucker-Kollegen, die kommen 70 Minuten zu spät. Oder vielleicht sogar 7 Stunden. Wer weiß. Hi, ich bin's nochmal. Ja, her mit der Knete. Boah, 13.000 Eddies. Frachtstrafe. Ey, obwohl ich 17 Minuten zu spät komme. Geil. So, da fühlt man sich doch wie ein echter. Ach, guck mal, er nimmt hier sogar die Hand zum Gehen. Oh, bestes Spiel. Ja, da fühlt man sich doch wie ein echter Trucker. Was wir ja auch sind. So, gut. Was sagt denn die Kaffeetasse? Die sagt. Wir müssen mal. Ja, also ich bleib mal kurz hier stehen und schlaf noch mal ein Ründchen. Oh Mann, und der Kraftstoff ist leer. Ja, und Essen habe ich hier noch was drin? Nein, hier auch alles leer gefegt. Okay, ja, Motoröl können wir eigentlich wieder hier reinstellen. Ja, das können wir eigentlich auch hier reinlagern. Das können wir auch rein. Taschenlampe auch hier rein, oder? Und ein Kratzer. Ja, geil, was es hier alles gibt. Und die Sachen, die muss man ja auch alle benutzen. So erstmal eine Runde schlummern. Ja, und dann mal gucken, vielleicht noch eine kleine Tour machen. Und was natürlich wichtig ist, tanken und neues Essen kaufen. Ich guck mal gerade, wie viel kostet denn das, wenn ich hier Notfallbetankung. Okay. Kann man machen. Ach ja, Morgenstund hat Schäferhund. So, mal gucken. Der wird sich jetzt beschweren. Ey, Sie haben hier einfach die ganze Nacht gestanden. Frechheit. Das können Sie nicht machen. Das ist Privatgelände. Da müssen Sie rausfahren. So. Recycling-Dingsbums. Also die Tour geht lange, beziehungsweise nee, wo sehe ich denn, wie lang die Tour geht? Ich glaube anhand vom Geld, das man verdient, oder? 300, das kann also nicht so lange sein, theoretisch. Lizenz benötigt B. Was? Die kann ich gar nicht machen. Doch, oder? Zeitvorgabe. Ach so, 33. Ach so, doch hier, 25 Meilen. Ja, warum nicht? Nein, doch, ich kann es machen. Nein, ich könnte es nicht machen. Oh, und die kann ich auch nicht machen. Eieiei. Ich darf euch hier Sachen anliefern, aber nicht mitnehmen. Na gut. So ist das. Das harte Geschäft, ne? Ja, ich werde hier auf jeden Fall auch nicht mehr bis zur Tankstelle kommen, glaube ich. Ja.
Ja. Gut, was ist denn jetzt der Plan? Gut, hier ist alles rot. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das heißt, ich kann die Aufträge hier nicht machen, oder? Oder warum ist hier alles rot? Nein, wahrscheinlich heißt das nicht, dass ich... obwohl doch C, das könnte doch sein, dass das... Ah ja, genau. Okay, A. Ja, tatsächlich, hier kann ich die Sachen nicht machen. Ja, danke, Chantara. Stimmt, okay. Aber hier. Allerdings, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Deswegen, ich glaube, wir fahren nochmal bis zum Supermarkt und lassen... Ach, wo ist der Supermarkt hier? Genau. Wie kann ich das markieren? Wegpunkt setzen, ja. Nein. Ja. So, dann lasse ich mal kurz hier uns Notfall betanken. Also da soll mal einer gerade kommen. Und da fahren wir noch bis zum Supermarkt und dann mache ich hier erstmal eine Mittagspause. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Und vielleicht ist ja dann auch bis zum nächsten Mal das Truckers MP im Euro Truck Simulator geupdatet und dann gibt es da auch nochmal eine Tour. Also, da können wir uns doch drauf freuen. So. Man muss ja auch mal hier den CB-Funk testen, ne? Und nach den zwei Mega-Jobs habe ich jetzt auch erstmal ein bisschen Geld. Hallo! So, zack, da kommt dann einer. Okay. Ja, da hätte man ruhig noch mehr reinmachen können. Komm, weil's so schön ist, gib mir die doppelte Ladung. Ja, so, schon viel besser. Gut, dann Zündung an, Licht an, Feststellbremse aus. So, ich hoffe, da hinten steht keiner. Ja, und jetzt habe ich auch ordentlich schon mal Geld verprasst für die Notfallbetankung. Aber ich bin mir sicher, wir kommen beim einer der nächsten Aufträge in einer der nächsten Folgen wieder an einer Tankstelle vorbei. So, links frei, wunderbar. So, und dann fahren wir hier mal schön in den Sonnenaufgang hinein. Ja, noch 27 Meilen. Ich denke, das geht relativ flott. Dann machen wir uns da in dem Supermarkt die Taschen voll. Ach ja. Und dann freue ich mich echt schon auf die nächste Folge. Außenansicht mit C. Ja, danke, ich weiß. Hatte ich ja heute schon ein, zwei Mal beim Rangieren angemacht. Sieht auch ganz cool aus und macht auch Spaß in der Außenansicht zu fahren. So, nicht zu schnell hier. Ja, 25. Oh, wir sind schon da. Nein, tatsächlich. Oh, das ging ja mega schnell. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wo ist denn hier die Tankstelle? So, jetzt mache ich mal die Außenansicht. Ja, genau. Die ist doch zufälligerweise, keine Ahnung. Aber die finden wir schon noch. Ach so, ja, Tata, stimmt, da hätte ich natürlich gucken können, aber ich war mir eigentlich recht sicher, dass da keiner steht. Aber ja, da hätte man Außenansicht machen können oder man hätte ja nochmal aussteigen können und gucken können. So, haltet mal die Augen offen nach der Tankstelle. Ach, was rede ich hier nach der Tankstelle? Wir wollen ja zum Supermarkt, das ist doch sogar hier. Oh Mann, Jay, was ist los mit dir? Ja, nach der Tankstelle, da kann ich lange suchen.
So, also ich glaube, wenn hier in Deutschland einer mit seiner Sattelzugmaschine auf dem PKW-Parkplatz beim Supermarkt fährt, da gucken alle blöd. Aber ich könnte mir vorstellen, hier in den Staaten und so sehen die Leute das nicht so eng. Okay, so, noch einen schönen Parkplatz suchen. Ach, die Qual der Wahl. Es sind einfach zu viele Parkplätze frei. Ach, guck mal, da hinten ist sogar wieder. Ach, da kann man sogar was anliefern. Ach, es wird ja immer besser. Immer besser. Und da steht sogar schon einer. Ein Containerchassis. Ja, wie toll. So, jetzt bloß keinen Kratzer hier in dem PKW machen. Ja, Greedy, ich muss hier gleich zum Ende kommen, Greedy. So, ja, natürlich auch schön. Oh, komm, wir machen das richtig Porsche-fahrermäßig. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Schön auf zwei Parkplätze stellen. Ah, geil. So, Licht aus. Zündung aus. Und rein in den guten Laden. Wunderbar. Da habe ich doch das Image der LKW-Fahrer hier wieder richtig aufpoliert mit meinem doppelten Parkmanöver. So, ja, ein Regenschirm hätte ich noch mitnehmen können, aber für das kurze Stück, ach, was soll's. La, la, la. Ey, der hat vielleicht sogar einen Auftrag für uns. Sehr schön. Ach, das ist ja ein Traum, wie das hier. Auch guck mal, sogar Halloween-Special. Also entweder ist es hier Zufall, dass da so ein Halloween-Schild ist, weil ja bald Halloween ist, oder das wird tatsächlich dem Real Life angepasst. Auf jeden Fall finde ich das sehr stimmig. Oh, und guck mal, wie realistisch der Supermarkt aussieht. Und da bimmelt es sogar, wenn man reingeht. Ich bin einfach. I'm in love with this game. So. Hi. Du verkaufst hier wahrscheinlich unter der Hand Zigaretten, so wie du aussiehst. Oh, die Tour kann ich sogar fahren. Allerdings sind das auch 449 Meilen und man kriegt 7 Tage. Ja, wobei. Ja. Ich glaube, ich nehme den mal an, oder? So. Wahrscheinlich habe ich voll das schlechte Geschäft gemacht. Die Toilette. Ja. Was? Um Gegenstände zu kaufen? Ja, okay. Die Toilette und sogar Duschen, aber die Tür sieht irgendwie eher nach Notausgang aus. Gut, so, gehe ich mal hin. Guten Tag. Oh, da hinten stehen sogar Passanten. Oh, guck mal, hier Greedy, die Kaffeemaschine. Allerdings darf nur der Chef das, die bedienen. Oh, was man hier alles hat. Werkzeugregal. Ja, wir nehmen natürlich eine LKW-Batterie, kann man sogar. Oh, eine Kettensäge. Ich wusste, das ist ein Metzelgame. Leinentuch, für was nimmt man das denn? Kann ich da. Zum Wischen von Verschüttetem genutzt werden. Es wird immer besser. Ja, also ich könnte mich hier dumm und dem. Ach so, warum wird doch da oben? Also was nehme ich denn mit? Ich wollte eventuell noch Öl mitnehmen, aber Öl gibt es hier gar nicht. Vielleicht am anderen Regal. Wobei hier stehen doch Sachen. Wieso gibt es hier kein Öl? Die haben kein Öl. Oder hier? Ne, die haben echt kein Öl. Oder kann man hier noch auf eine nächste Seite umschlagen? Nee. Gegenstände kann ich sogar fallen lassen. Wahrscheinlich für einen Multiplayer, hör, dass ich meinem Kollegen dann die Sachen geben kann. Nein, Spaß. Ja, okay, also ich denke mal, wir brauchen im Moment nichts. Ich kann ja nicht. Werkzeugsatz. Ja, kann man mal mitnehmen. So Kirmeswerkzeug. Ach, zum Chef. Okay, der hat Motoröl. Danke. Ja, da brauche ich auf jeden Fall noch was von. Ich habe ja noch eine Jacke, falls es kälter wird. Aber gut, dass ich hier auch was Neues kaufen kann. Lachs, Königskrabbenbeine. Da weiß ich aber auch nicht, wie viel Power die geben. Und das ist auch nur ein bisschen zu fein für so einen einfachen Truckersmann wie mich. Aber natürlich nehmen wir einen Saft. Und ein Energy Drink. Und ja, ein gesundes Wässerchen. Oh, jetzt brauche ich aber noch was für den. Wenn der große Hunger kommt, brauche ich ja auch noch was für. Fleisch. Ah, oh, die mit ihren Krabben hier.
Oh ja, Tiefkühlpizza, die hat ordentlich reingedonnert, die nehmen wir auf jeden Fall. Eine Frühstückskombo. Ja, warum nicht? Und dann hab ich hier noch einen Platz. Oh, ein Hackbraten. Oh nee, ein Hackbraten, Hackste, echt. Ah, cool, wir fangen hier ganz locker mit dem Hackbraten an. Beim nächsten Mal gibt's ein Steak. Ja, danke, Creedy. Oh ja, da kriege ich ja sowas von Hunger. Ach, jetzt habe ich gar kein Ding mehr fürs Motoröl übrig. Guten Tag. Sie kommen zurecht, ja? Nicht, dass ich hier arbeiten würde. Oh, hier und die Kaffeemaschine. So, Creedy, nur mal, um es dir zu zeigen. Schwarzer Kaffee, Kaffee, doppelter Kaffee oder doppelt, doppelt sogar. French Vanilla Latte und Kaffee halb, halb. Also geht schon. Ich warte dann auf das DLC, dass man auch Cappuccino kaufen kann. Na, möchten Sie zufällig bei mir mitfahren? Ich hätte noch ein Plätzchen frei. Kleiner Scherz. So, okay. Der hat Schokoriegel um Motoröl. Na gut, dann würde ich sagen, Moment, gehen wir kurz mal raus. Oh Mann, ich muss ja echt gleich zum Ende kommen. Ah, so, dann ein frisches Wasser kann man schon mal trinken. Ah, so erfrischend, so. Seht ihr, der trinkt sogar wie in einem richtig krassen Survival-Horror-Role-Playing-Super-3D-Shooter-Mega-Game. So, dann nehmen wir nochmal ein bisschen Öl hier. Kann man sich auch noch leisten. Okay, perfekto. Ja, mitfahren. Ja, Farmer Boykonner, ich weiß ja nicht, an was du wieder denkst hier. So, und weil es so schön ist und wir den Auftrag natürlich schon angenommen haben. Oh, wir kommen sogar an der Tankstelle vorbei. Ja, können wir ja zumindest schon mal aufsatteln, ne? Aber dann ist Schluss, Leute. Dann ist Schluss. Ja, es ist auch noch dieser Welcher, der hier steht. Schön. So, und weil es so schön ist, ne? Ach was, wir fahren erstmal. Ich kann auch noch später tanken. Oder tanken lassen. Okay, so. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Kann man hier eigentlich auch das Warnblinklicht einschalten, so fürs Rangieren, wenn man extra cool ist, was ich ja auch immer im Euro Truck Simulator mache, ne? Immer schön Warnblinklicht an. Achtung, Achtung, der krasse Trucker ist coming. So, vorsichtig, ja. Ah, ich drücke hier eh aus Gewohnheit vom Farming-Simulator fürs Ausstehen, fürs Aussteigen. Beziehungsweise, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also ja, fürs Aussteigen. So. Zack. Mache ich schon mal hoch. Nein, machen wir nicht. Doch. Dürfte ja nichts passieren. Und da wird hochgekurbelt. Und da wird es reingesteckt. Und das Gleiche machen wir hier drüben auch nochmal. Wundervoll. So, jetzt müssen wir hier nur wieder runterklettern. Ich glaube, wir können fahren. Könnten. Die Betonung liegt auf könnten. So, ich hoffe, da ist jetzt auch zwischengespeichert worden. Leider kann ich das nicht. Doch im Logbuch kann man einmal speichern, aber soll ich jetzt schon speichern? Ach, ich mach's einfach mal. Sicher ist sicher. So, gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Keep on trucking. Ah, jetzt wird sogar da unten gespeichert. Ja, hätte ich mir auch sparen können. Okay, keep on trucking. Bis bald und wir sehen uns. Ciao.